Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800 hier aus der wunderschönen Karibik. Ja, unser Ziel ist nämlich heute, so dachte ich mir jedenfalls, dass wir hier die Stadt weiter ausbauen, um an mehr Sachen ranzukommen. Ihr könnt mir vorstellen, Rom wird auch bald wieder alle sein. Wir produzieren jetzt aber Ziegel, das ist schon mal sehr schön. Dann können wir nämlich Steinstraßen bauen. Da wird sich unser Volk nämlich hochgradig drüber freuen. So. Und wenn wir noch Bretter haben, gehen wir hier mit der Brücke rüber und dann geht's aber richtig los. So, wie sieht's denn aus mit Kaffee? Haben wir. Das Ding ist, wenn wir jetzt Kaffee rüber schaffen, muss das dauerhaft und für immer sein. Was holst denn du? Du holst Baumwollstoff, richtig? Richtig. Wie viel haben wir denn davon? Ja, nichts. Auf die alte Dame ist Verlass. Okay, vielleicht müssen wir davon den ganzen Produktionsoutput noch erhöhen. Ein Schiff erster Klasse. Na, da kriegen wir alles hin. So, wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Holz. Warte mal, Steine. Ein bisschen Sorgen macht mir immer noch die ganze Geschichte mit den Piraten da. Das war unsere erste Karibikinsel hier, ne? Hier ist nichts mit Tongrube. Wir kriegen hier keine Ziegel. Aber wir haben die Produktion hier schon mal ein bisschen weiter ausgebaut. Hier machen wir nämlich rum wie bescheuert. Ja, läuft. Okay. So. Vorsicht, Hefe. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Zuckerrohr. Ihr macht Kautschuk. Kautschuk haben wir genug für die Fahrräder. Alles klar. Hier oben haben wir noch gar nichts, ne? Was wollte man hier produzieren? Also für Kaffee brauchen wir unfassbar viel. Wir könnten hier ganz, ganz viel selbstständig autonom herstellen. Ich meine, wir haben hier nicht viel Bauplatz, ne? Hier oben würde es auch nochmal... Kann man hier oben bauen? Ich glaube nicht, ne? Hier können wir. Okay, es ist schon viel Fläche. Das ist auf jeden Fall klar. Ist auch sehr zerklüftet. Oh, guck mal hier, das alte Fort. Das klingt ja schon mega cool. Ich liebe sowas. Auf die alte Dame ist Verlass. Du fährst mit Baumwolle los. Das ist schön. So. Davon brauchen wir vielleicht auch bald noch einen neuen, oder? Na, noch ist okay. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Jawohl, tue ich nicht. Heißt warten. Warten, bis wir Bretter haben. In der Zeit können wir hier die Stadt vielleicht nochmal der Ziegelsteine ein bisschen weiter ausbauen. Jetzt haben wir 20 Bretter. Jetzt könnten wir eine Brücke bauen, richtig? Ja, und schon haben wir ein neues Land betreten. Wir haben den Fluss überquert quasi. Ist schon mega. Guck doch mal hier. Boah, wie geil. Und jetzt erzähl mir doch mal, dass das nicht schön aussieht. Also, ja. Okay, wir haben eine Brücke geschlagen. Heißt, wir können uns durch den Dschungel vortasten. Bis da. Wir bauen neue Häuser erstmal. Wir brauchen dafür mehr Bretter. Eieiei. 15. Ein Holzfäller heißt einmal Bretter. Dann machen wir hier eine Plus-Minus-Null-Produktion. Na, hier hinten vielleicht nicht unbedingt. Hier hoch nicht wirklich. Was ist denn hier? Der ist hier bei 100. So, lass die mal machen, dann kommen wir schneller an Bretter ran. Bretter brauchen wir nämlich für Wohnhäuser. So, da. Der Anfang ist gemacht. Ein Marktplatz ist da, wir brauchen aber hier drüben auch nochmal einen, ne? Ah, wir brauchen echt viel Bretter. Aber das wird schon.
Wir haben hier noch nicht mal ein Schiff. Mit den Piraten werden wir uns, glaube ich, nicht nochmal anlegen, oder? Da war mir die Schütze hier doch ein bisschen zu heftig. Die Mucke. Voll geil. Sie beten Tag und Nacht, dass dieser Krieg bald endet. Weil die Dinge haben ja richtig reingehauen hier. Dicke Bertha. Naja, okay. Weiß ich nicht. Wollen wir eine Flotte hier lassen und was nach Hause schicken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komm, wir schicken die mal nach Hause. So, dann haben wir überall eine ordentliche Flotte stehen. Hier wird ja Rum hergestellt. Hier haben wir auch sehr, sehr viele Leute, ne? Können wir hier aufsteigen lassen? Die haben auch richtig Bock. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die neue Welt in neuen Farben. Na siehst du. Kolonie! Ausbauen, Obera Wohnhaus. Ihr wollt Tortilla. Melonenhüte. Kaffee. Na, mal gucken, ob das was wird hier. Jetzt fehlt hier normale Arbeitskraft. Ist doch schon wieder Käse. Heißt, noch mehr ausbauen. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber ich sag ja, hier der Karibik ist cool irgendwie. Zack, haben wir hier erstmal. Brauchen wir eine Feuerwehr? Ein Polizeirevier. Und eine Kirche. Und ein Weg drumrum. Und noch ein Haus. Alle stehen bereit. Was ist denn schon wieder los? Die schwere Krankheit. Naja, mach das mal. Das macht mich noch krank. Handeln. Impfung kostenlos verabreichen. Ja. Beute. Hallo Schwester, annehmen. Willst du mitkommen? Was schmeißen wir über Bord? Kannst du mit? Nee, dann komm mal damit. Warte mal, was können wir damit machen? Ach komm, wir brauchen die nicht. Geil, wie die kotzen im Hintergrund, habt ihr gehört? Damit müssen wir leben. Dann fahrt ihr weiter. Oh, okay. Es häuft sich. Wir müssen ja auch nochmal weiter ausbauen. Das war vielleicht jetzt nicht ganz so schlau, hier so viele Leute herzuholen. Aber von nichts kommt nichts. Wir müssen halt nur gucken, dass wir die alle ernährt bekommen hier. Der Rest passt mir dann eigentlich schon. Okay, aber die haben dann hier oben eigentlich alles. So. Na, das wird doch schon was werden hier. Mal gucken mal, dafür, dass das unsere erste Kolonie und Siedlung ist hier. In der Karibik geht's ab, ne? Wir hätten mal gleich hierher kommen sollen zum weiter ausbauen. Warum ist das hier so schlecht? Es fehlt wieder an irgendwas, ne? Zu Hause. Bestimmt wieder an Mäntel. Wir haben noch nicht mal mehr eine Million. Also entweder hauen wir richtig teuer alles auf den Sack. Oder hier ist irgendwas anders faul. Öl, 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 Öl. Wir haben hier so viel Öl, ne? Wollen wir Öl fördern und verkaufen? Plus 840. Boah, weil wir hier so viele haben, ne? Na dann pass auf. Was brauchen wir für Tortillas? Fleisch und Mais. Und der braucht bitte Bauernarbeitskraft. Verdammt. Das nicht. Wollen wir das mal probieren hier?
Kriegen wir das hier noch hin irgendwo? Ich will mir die Insel halt nicht komplett vollpflastern mit so Zeug, aber wir brauchen halt neue Sachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und eine Maisfarm. Ich habe keine Ahnung, wie groß die wird. Wir stellen die mal hier hin und ziehen mal einen Weg rum. Und dann bauen wir mal Mais an. Den hätte frei lassen, ne? Na komm, wir machen mal zu. 168 ist schon eine Nummer. So. Eine Minute, 30 Sekunden. Wir bauen das mal. Dann wird hier Tortilla hergestellt. Was fehlt hier? Steine, ne? Ja. Na, die haben wir auf der anderen Insel. Mehr als ausreichend. Auf Ihren Befehl. Fette Karre, komm mal mit. Fahr doch mal hierher. Sag mal, waren wir mit der Fregatte hier eigentlich nochmal auf Erkundung? Nee, haben wir abgebrochen, ne? Stimmt, die waren nämlich noch unerforschtes Land. Neue Befehle? Ja, fahr doch du da mal hin. Du hast ja Zeit. So. Und das gleiche machen wir hier auch. Tortillas. Wohin? Hier unten. Ja, warte mal. Hier. Einmal Fleisch bitte. Danke. Dann machen wir doch mal schön fein Straße rum. So. Und eine Maisfarm. Die kann eigentlich auch direkt hier unten mit ran. So. Na, siehste. Okay. Die Sache läuft. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Zeig mal. Das ist genau das, was alle sehen wollen. Ja, finden Sie nicht so? Ist mir aber wurscht. Wurscht mit Käse. So, hier wächst Mais. Und wir lassen hier Fleisch wachsen. Wie cool. Die Menschen lassen sie hochleben. Drei oder vier Scheffel? Fünf. Alter! Wo kommt denn jetzt die ganze positive Bilanz her? 5000. In Neponien geht die Post ab, ne? Hier ist richtig Party hart. Attraktivität 1350. Pittoreske Hauptstadt. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, das ist doch schön. Feuerwehr. Ach, guck mal hier, genau bei der Feuerwehr. Das ist doch eine Übung, Leute. Oh Gott, hier brennt ja alles. Macht das aus! Brauchen wir hier unten vielleicht auch nochmal eine Feuerwehr? Wäre das vielleicht ja nicht so schlecht. So. Okay, wir bauen die Inseln gerade zeitgleich. Der Clou ist es, in die richtigen Leute zu investieren. Nein. Oh ey, die nimmt uns die ganze Kohle weg hier. Jetzt haben wir nur noch 1 Million. Ha. Ha. Wir haben noch ein Schiff über. Das sind hier unten. Neue Befehle. Ja, du kommst mit Felle. Das ist geil. So, was ist denn hier los? Fisch ist da. Schnaps wird weniger. Kartoffeln sind so unfassbar wenig. Warum habt ihr so wenig Kartoffeln, Leute? Wir brauchen hier nicht mehr anbauen, ne? Hier ist Feierabend. Was ist denn hier bei euch los? Mehr Kartoffeln? Ja, ihr müsst mehr Kartoffeln machen, Leute. Hilft alles nichts. So, dann haben wir ein Problem. Wir
Wir stecken hier viel Herzblut rein. Fehlende Fruchtbarkeit, willst du mich verarschen? Hier können wir Kartoffeln anbauen. Hey, wollen wir hier umsiedeln? Die Insel ist noch frei. Haha. Alles bereit. Weil das gefällt mir nicht. Wir brauchen kein doppelter Boden. Danke. Bereit für den Einsatz. Bretter und Steine und Stahl. Und dann komm mal hier hoch, mein Mädchen. Wir müssen hier siedeln. Die Flammen wurden gelöscht. Setz die Segel. Gut ist das. Die Restauration ist im Gange. So, die Feuerwehr steht. Warte mal, wir müssen hier auch Feuerwehr bauen, ne? Haben wir schon? Nee. Wir haben hier eine Feuerwehr. Brauchen hier nochmal eine. Passt hier leider nicht hin. Das ist sehr schade. Die passt ja hier perfekt. Geil. So, hier machen wir nachher Stadt, ne? Wir haben hier Bretter ohne Ende. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir werden auch direkt ausbauen. Wir machen immer Viererblöcke. So, dann brauchen wir hier einen Marktplatz. Und ein Lagerhaus. Und vielleicht nochmal eine Feuerwehr. Auf jeden Fall eine Kirche. Zeig mal her. Verheddert. Bemannst die Geschütze. Ach Gott. Ein Schwert baumelt über unseren Köpfen. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und der Sound, der hängt. Ach, ist das geil. Der Soundpresslufthammer. So, Leute, hier kommen jetzt Arbeitskräfte ran, ohne Ende. Ja, wir werden hier ausbauen, richtig heftig kräftig. Auf Ihren Befehl. Du nimmst bitte mit das alles und bringst bitte alles nach hier. So. Reparaturkran, eine Anlegestelle wäre geil. Das ist irgendwie doch unsere Hauptstadt hier, kann es sein? Aber bilanztechnisch, ja hallo. Ich wollte hier was gucken, was ist denn hier mit Fälle? Warte mal. Kartoffeln, ne? Fährst du schon oder bist du noch da? Nee, fährt noch. Das ist okay, das ist okay, das ist okay. Wo kommt das alles her? Produzieren wir das hier alles, ja? Wurst wird mehr, Brot. Oh, Brot wird mehr. Geil, weil die Getreide wird mehr. Hammer. Ist voll. Ist voll. Wird mehr. Krass. Ist okay. Wird leider. Oh, wird leider weniger. Nimmt ab. Wir wollten ja noch welche bauen, ne? Die Maschinen. Oh. Die brauchen dafür Arbeitskraft. Heil dem Erhabenen, der Welt Enteilten. Nein, das war falsch. So, was wollte ich noch aufsteigen lassen hier drüben? Euch? Okay. Dann können wir nämlich so eine Hütte bauen. Warte mal, was kostet mich das hier? 500 unter Eiei, Mann, ey. Naja, was willst du machen? Ah, da ist hier eine Straße dran, ne? Mit den Schienen ist tückisch. Okay. So. Dann machen wir hier mehr Nähmaschinen. Weil, also Eisen, also Stahl und Holz müsste eigentlich da sein.
Ja. Und... Ei, naja, kommt schon. So, wir haben wieder ein bisschen Kanonen. Nähmaschinen werden deutlich weniger, das ist nicht gut. Wir haben sehr viel Pelzmäntel und wir haben Rum. Wir haben Brillen gleichbleibend. Wir haben echt viel Fahrräder. Wollen wir verkaufen? So, mal kicken, vielleicht wird es halt geil. Gut. Ist noch nicht da. Ist nicht schlimm. Wir müssen flink sein. Erwarten neue Horizonte. Jetzt können wir die Tortilla-Bar bauen. Ich hab da Pläne für neue. Ein Rettungseinsatz. Santa Maria. Warte mal. Wir müssen gucken gehen. Hilft da alles nichts. Die alte Welt. Wer bist denn du? Alles bereit. Santa Maria, ja. Okay. Komm mal ein Stück hier ran. Oh ja, die Flotte kommt. Hallo Jungs. Flotte geht auf Fahrt. Willkommen zu Hause. Santa Maria. So, Rettungseinsatz, die läuft. Auf Kurs. Verpflegung. Oh. Das war sehr gut. Bin ich jetzt schon bei 100. Oh ja, warum nicht? Und Abfahrt. Gut, lassen wir die mal machen. Wird schon wieder ein bisschen weniger, aber... Na, mal sehen. Die Nähmaschinen machen mir Sorgen, aber wir produzieren ja nach. Sind schon wieder keine Baumwollstoffe da und keine Felle. Hier ist voll. Der holt 150. Der holt 150. Ist okay. Die schaffen den Baumwollstoff ja nicht so schnell weg, ne? Ist krass, weil die verbrauchen. Boah. Steinkohle, Eisen, Lehm, Zement. Ist auch eine Rieseninsel hier. Eigentlich geil. So, was ist denn hier los eigentlich? Ist voll, ist voll, ist voll. Könnte mehr sein. Brot ist okay. Wobei, warte mal. Wir brauchen noch einen Bäcker und noch eine Mühle. Wobei, eigentlich brauchen wir nur einen Bäcker. So, jetzt wird ordentlich hier backen. Dann haben wir mehr Brot. So, und dann. Wir haben Seife, wir haben Bier. Wir haben Konserven, wir haben keine Nähmaschinen, wir haben keinen Rum. Warum haben wir keinen Rum? Die wollen alle rumsaufen, ne? Ey, wenn die rumkriegen, jetzt hier richtig ab. Ich träume von mehr. Guck mal. Ein Rum und ein Theater. Warte mal, ein Theater können wir doch bauen. Varieté, Alter. Ja. Lass mal bauen. Wo denn hin? Mittendrin wäre eigentlich voll geil. Dann hätten sie das alle, ne? Aber es ist wieder so komisch klumpig. Was macht man da? Leute umziehen lassen, ne? Die Viere raus und nach da. Die Viere raus und nach da. Nee. Darüber. Darüber, darüber, darüber. Daran. Schön, wie man die Stadt umbauen kann. Es gefällt mir. Die Viere nach da. Das Varieté. Nach da. Dann machen wir euch das doch schön. Was ist denn das hier? Was ist das hier?
Admiral! Admiral! Ich komme ja gleich. Wenn man einfach so machen, so Rocky, oder? Müsste ja für die Einnahmen locker von Vorteil sein. Immer tiefer hinein. Seien Sie unser Leitstern. Oh, Expedition nicht scheitert, na war doch klar. So, wir haben jetzt ein Varieté. Müsste für euch ja jetzt richtig abgehen, oder? So viele gleichgesinnte Seelen. Na bitte, ihr braucht nur noch rum, dann geht's richtig ab hier. Okay. Wir haben eine Unität. Varieté. Fehlt es hier noch an irgendwas? Wir könnten mehr Wurst herstellen, ehrlich gesagt. So eine Fleischerei könnte nicht schaden, eigentlich. So. Sehr, sehr schön. Hier kommt ordentlich Asche zusammen, ne? Ja. Rum. Wir haben hier eine Schiffswerft. Oh, warte mal, produzieren wir hier Metalle? Ja, ist voll die Hütte. Ja, nehmen wir in die Waffenherstellung. Wir sind hier voll Industriestandpunkt mittlerweile. So. Okay, somit produzieren wir auch Waffen. Wir haben sehr viel Bauernarbeitskraft. Wir haben hier eine Stadtaufgabe. Jeden Tag eine gute Tat? Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. 24 Tonnen Holz. Sind Sie bereit? Ja. Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer... Kartoffeln! Ja geil, apropos Kartoffeln. Ein neuer Auftrag? Ja, bau mir das. Bevor du dich überall... Ja, 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 nur weil du weggebaut... Du stehst nun schon eine ganze Weile. Der ist ja wirklich voll weg hier. Der hat hier ja keine Insel mehr, der alte Teufel. Ist ja krass. So. Ich wollte eigentlich die Karibik ausbauen. Ne? Jetzt sind wir hier und machen wieder so Sachen. Wo muss man ja anfangen? Was willst du denn? Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Zeig mir mal bitte wo. Okay, hier war ja klar. Hier schon mal nicht, ne? Glühbirnen und Segel, nein. Oh je, ja, das hast ja, du ja, ja. Okay. Also hier kommen Tortillas zusammen schon. Fressen sie die alle auf oder haben wir welche auf Lager? Ey, wo sind die? Bin ich jetzt blind oder was? Da. Verfügbar 3. Oder jetzt hier ab, weil sie Tortillas haben. Die wollen Bier saufen. Und die haben Kaffee. Haben wir viel Kaffee? Ja. Wir müssen ja noch mehr Kaffee anbauen. Das wird hier unsere Kaffeeinsel. Das müssen wir hier nochmal machen. Okay, dafür brauchen wir sehr, sehr, sehr viel Arbeitskraft. Die dann halt auch wieder Kaffee saufen. Aber das hilft ja alles nicht. Haben wir eigentlich ein neues Schiff gebaut? Die Waffenruhe wurde beendet. John LaFortune. Okay, wir haben ja die Schiffe noch hier.
Sind das nur drei? Das war noch. Achso, klar, den einen haben wir hier auf Mission geschickt. Achtung, zum Admiral anwesend. Kunden. Flotte unterwegs. Wollen wir eine neue Waffenruhe diplomatisch erwirtschaften? Nun kann ich endlich wieder frei atmen. Besser ist das. Okay, dann brauchen wir uns mit dem nicht mehr kloppen. Das ist sehr, sehr schön. Ha, ist viel passiert. Wir haben viel Geld ausgegeben, aber wir haben die Bilanz wieder richtig nach oben gedrückt, Leute. Das ist gar nicht so schlecht. Was wollten wir denn hier machen? Kaffee. Dafür brauchen wir... Ach, ja, verdammt. Ja, egal. Wir haben hier erstmal die Insel. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und... Schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Was mit dir? Ist nicht meine Schulter. Rum ist voll oder ist was alle? Was ist denn los? Zuckerrohr fehlt. Na, sag mal. Okay, wir müssen beim nächsten Mal Zuckerrohrplantagen bauen. Und mehr Kaffee. Dass wir Kaffee nach Nepronien bringen können. Dass wir da mal vorankommen. Mega cool. So. Aber die andere Insel, die ist ja bald noch besser und größer ausgebaut worden hier, oder? Guck mal, was hier los ist. Da siehst du, da haben wir doch erfolgreich die Karibik mal so richtig schön ausgebaut heute. So, und da machen wir beim nächsten Mal weiter. Ne, wir müssen gucken, dass wir irgendwie an Kaffee rankommen, dass wir an so andere Dinge rankommen. Ich möchte nämlich hier richtig loslegen. Wir müssen unbedingt mehr Rohrzucker irgendwie zusammenkriegen. Und ja, nochmal sehen. Ein paar Missionen machen. Wir müssen unbedingt nach Afrika und in die Arktis. Verdammte Hacke. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das ja nicht bis dahin, weil ich hier ständig mit irgendeinem Müll immer beschäftigt bin. Aber wenn hier der Laden läuft und in Nepronien der Laden läuft, dann können wir vielleicht mal rüber. Die Bilanz sagt ja. Mal gucken. Na, kriegen wir hin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht den Quatsch und rein gehauen.